Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Magazin Weitblick. Wenn 1 Million Kinder den Rosenkranz beten, dann wird die Welt sich verändern. Davon war der heilige Pater Pio von Pietrelcina überzeugt, einer der populärsten Heiligen Italiens. Seit einigen Jahren gibt es nun eine Initiative, die genau das verfolgt: 1 Million Kinder dazu zu bringen, am selben Tag den Rosenkranz zu beten, für den Frieden in der Welt und die Einheit der Menschen. Mitverantwortlich für diese Aktion sind Pater Martin Bartha und Ann-Christine Weiß. Beide sind Mitarbeiter des päpstlichen Hilfswerks Kirche in Not und heute bei mir im Studio. Ein herzliches Willkommen Ihnen beiden. Danke sehr. Danke sehr, grüß Gott. Die erste Frage an Sie, Pater Martin. Jeweils am 18. Oktober eines Jahres beten viele Kinder, viele tausend Kinder weltweit den Rosenkranz. Zu einer festgesetzten Zeit, morgens um 9 Uhr, alleine oder in Gruppen. Bevor wir da auf die Details eingehen, was ist der Anlass für dieses Gebet? Ja, wofür wird gebetet und warum? Also noch einmal grüß Gott an alle Zuschauer. Natürlich, bevor wir ein bisschen mehr in die Geschichte eingehen, wo zu Ursprung diese Gebetsaktion, das Gebet dient immer uns selbst. Sie öffnet uns für die Gnade Gottes und wir brauchen einfach das Gebet, so wie der heilige Alfons Liguori sagte: Wer betet, wird gerettet, wer nicht betet, wird verloren gehen. Also das Gebet dient, dass wir Gott besser kennenlernen und einander, füreinander mehr da sind. Aber bei dieser Gebetsaktion mit den Kindern geht es auch speziell, dass Kinder für den Weltfrieden beten, weil wir leben in einer sehr schwierige Lage, von der Papst spricht, von der Heilige Vater Papst Franziskus sagte, wir leben bereits in einem dritten Weltkrieg, die sich vor unseren Augen abspielt, zwar in Etappen, aber es ist ein echter Krieg und in dieser Situation brauchen wir das Gebet mehr denn je. Wie ist denn diese Aktion überhaupt entstanden, Frau Weiß? Ja, also sie gibt es jetzt seit 2005, also seit 11 Jahren. Und es hat eigentlich klein angefangen in Caracas, in Venezuela, dort in der Hauptstadt, hat man an einem Tag eben Kinder den Rosenkranz gebetet. Und ein paar Frauen, die dabei waren, haben einfach in dem Moment ja so diese Notwendigkeit gespürt, dieses Gebet so weiterzutragen und haben innerlich gemerkt, was das bewegt, wenn diese Kinder beten. Und haben dann eben auch an diese Aussage von Pater Pio gedacht, die sie schon zu Beginn gesagt haben. Und so fing es eigentlich an und hat sich dann ja immer mehr in die Welt hinaus verbreitet und ist jetzt eigentlich eine weltweite Aktion. Dieser Pater Pio, einer der beliebtesten Heiligen in Italien, war selbst ein großer Rosenkranzbeter. Wer war denn dieser Pater Pio? Nicht jeder von unseren Fernsehzuschauern wird das wissen. Pater Martin, können Sie ein paar Dinge dazu sagen? Ja, wie Sie schon vorher gesagt haben, natürlich, der Pater Pio ist sehr berühmt, vor allem wegen seinen Stigmaten, seinen Wundmale, die er über 50 Jahre getragen hat und die sich kurz vor seinem Tod geschlossen haben, als Zeichen, dass seine Mission verwirklicht wurde und zu Ende gegangen ist. Aber vor allem war er ein Mann des Gebetes. Er sagte von sich selbst: Ich bin ein einfacher Mönch, der betet. Und durch sein Gebet hat er so viel bewirkt. So, es wird bezeugt, dass über 12 Millionen Leute einen direkten Kontakt mit Pater Pio hatten und sehr viel Heilung und Bekehrung durch ihn erfahren haben. Und unzählige Menschen waren und sind bis heute, bis unsere Tage mit ihm verbunden und erfahren seine Hilfe. Und er war eigentlich ein Mönch, der fast ständig den Rosenkranz betete. Als ihm einmal sein Oberer fragte: Wie viele Rosenkränze hast du heute gebetet? Hat er gesagt: Meinem Oberen muss ich die Wahrheit sagen, ich habe heute schon 34 gebetet. Natürlich geht es nicht um eine Leistung beim Gebet, geht es um die Beziehung zu Gott. Und je mehr man betet, desto mehr wird der Mensch selber zum Gebet. Und so sieht man es auch im Leben von Pater Pio. Am Ende seiner letzten Worte am Sterbebett waren Jesus und Maria. Und das ist wie
ein konzentrierter Rosenkranz, ja, weil im Rosenkranz stehen diese beiden Namen im Mittelpunkt. Gegrüßet seist du Maria und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Und so ist durch den Rosenkranz Papa Pio einfach ein Mensch des Gebetes, ein Mensch, der stets mit Gott vereint war und dadurch auch so viel segensreich wirken durfte. Nun gibt es allerdings auch viele Erwachsene, die den Rosenkranz für ein eher monotones Gebet halten. Viele Erwachsene bringen die Geduld nicht auf, dieses relativ lange Gebet, wenn man es ganz betet, zu beten. Sie finden es vielleicht langweilig. Gilt das alles denn nicht noch viel mehr für Kinder? Es gibt eine sehr schöne Aussage von Reinhold Schneider, einem deutschen Dichter, der mir sehr gut gefällt. Er sagte: Alle Einwände gegen den Rosenkranz rühren daher, dass er nicht gebetet wird. Und da denke ich mir, jeder, der die Erfahrung macht und auch die ersten Schwierigkeiten, die vielleicht mit dem Rosenkranz verbunden sind, überwindet, plötzlich merkt, wie der Rosenkranz ein wunderbares Gebet ist. Wie Papst Johannes Paul II. Sagte, es ist ein wunderbares Gebet in seiner Einfachheit und seiner Tiefe, weil den Rosenkranz kann man überall und eigentlich ständig beten. Und es ist auch sehr schön für die Familie, weil es so ein einfaches Gebet und es uns vereint und so wunderbar. Und gleichzeitig ist es auch ein Ausdruck der Liebe, weil so wie man in der Verliebtsein auch nie müde wird, jemandem zu sagen, ich liebe dich, so auch diese Wiederholung Beweis unsere ständige Offenheit für die Gnade Gottes, so wie die Gottesmutter für die Gnade der Erlösung offen war und immer neu Ja sagen durfte und sagte. So wird auch durch den Rosenkranz auch unsere Beziehung immer tiefer und immer inniger. Nun war es, glaube ich, Papst Johannes Paul II., der auch betont hat, dass gerade die Betrachtungen, die in das Rosenkranzgebet eingeflochten werden, wichtig sind und vielleicht sogar das Entscheidende sind, dass man sich also immer wieder die Glaubensgeheimnisse, die zentralen Gedanken oder die zentralen Aussagen unseres Glaubens vor Augen führt. Ja, ich würde so ein bisschen vergleichen, die Worte des Rosenkranzes und Vater Unser und gegrüßet seist du Maria, die man wiederholt. Es ist wie eine Welle, die uns so langsam in die Tiefe führt und wo auch das mündliche und meditative Gebet sehr schön verbunden wird. Und weil man auch Zeit braucht, um in die Tiefe zu kommen, und der Rosenkranz erlaubt uns, dass die Worte uns langsam zu den Geheimnissen Gottes führen. Carla Meissner hat es einmal so bezeichnet: Die perlenden Rosenkranze sind wie eine Blindschrift, an dem wir das Evangelium ablesen können und immer besser kennenlernen und dann auch in den Tat umsetzen. Weil durch den Rosenkranz kommt auch dann die Kraft, das, was wir betrachten in einzelnen Geheimnissen, und da dürfen wir jedes Ereignis vom Leben Jesus betrachten, auch dann konkret die Kraft zu haben, es auch zu verwirklichen in unserem Leben. Also ein sehr tiefes Gebet mit einem tiefen Sinn, ein sehr reichhaltiges Gebet, ein meditatives Gebet. Das Rosenkranzgebet, Frau Weiß, hat eine große Tradition in der katholischen Kirche. Es gibt zwei Monate im Jahr, wo er besonders gepflegt wird, der Rosenkranz, nämlich den Mai und den Oktober. Aber wie ist das mit den Kindern? Wissen die Kinder heutzutage bei uns in Deutschland zum Beispiel überhaupt noch, wie man einen Rosenkranz betet? Gut, das kommt wahrscheinlich individuell darauf an. Es gibt bestimmt viele Familien, in denen das von klein auf auch an die Kinder weitergegeben wird, die Familien, die gemeinsam beten. Aber natürlich auch viele, die das erst später kennenlernen. Und deswegen ist auch gerade diese Aktion so schön, weil sie eben den Kindern von Anfang an dieses wunderbare Gebet mit an die Hand gibt. Und also deswegen sind auch die Erwachsenen, die mit den Kindern diese Aktion durchführen, auch sehr entscheidend und sehr wichtig. Kann man also sagen, dass es eine Initiative ist, um dieses kostbare Rosenkranzgebet ja lebendig zu halten, auch in der Kirche lebendig zu halten? Ja, auf jeden Fall. Und man kann auch, wie gesagt, sagen, dadurch, dass man es den Kindern auch gibt, die natürlich die Zukunft sind, die kommende Generation. Und wenn man dann sieht, wenn ein Kind mit dem Rosenkranz aufwächst, und dann wird es natürlich das hoffentlich auch später weitergeben an die eigene Familie.
Nun sind Sie beide Mitarbeiter des Hilfswerks Kirche in Not. Wie kommt denn ein katholisches Hilfswerk wie Kirche in Not dazu, solch eine Initiative zu unterstützen? Also wir haben es schon von Anfang an organisatorisch und auch finanziell unterstützt und ja, führen es jetzt dann auch weiter. Und es gehört natürlich auch zu den Aufgaben von Kirche in Not, dass man nicht nur durch die Information und konkrete Hilfeleistungen, aber eben auch durch das Gebet sich für die Ausbreitung des Evangeliums einsetzt. Und die tiefste Weise, wie man mit dem Evangelium in Berührung kommt, ist gerade das Gebet. Und wie Ann-Christin auch gesagt hat, wir können von den Kindern ganz besonders lernen, wie man betet, weil Jesus sagte uns auch das Kind als Beispiel, auch für die Apostelin, hat ein Kind in die Mitte gestellt und hat selber gesagt, ihr müsst wie Kinder sein. Ihr müsst wie Kinder sein. Und das betrifft ganz besonders auch das Gebet und vor allem auch diese Frauen, die diese Aktion angefangen haben, waren ganz besonders berührt von der Stärke des Gebetes, von der Aufrichtigkeit und Reinheit des Gebetes. Und haben gespürt, diese Kinder können von Gott alles erreichen, weil sie mit so einem unerschütterlichen Glauben beten. Das ist, sagten, es war wie ein Pfeil Gottes direkt in das Herz Gottes. Kinder sind ganz offensichtlich, Eltern werden das wissen, noch sehr offen für das Thema Gott und die Beziehung zum Schöpfer. Aber es heißt, 1 Million Kinder beten den Rosenkranz, so ist der Titel dieser Aktion. Frau Weiß, sind es denn tatsächlich schon 1 Million Kinder, die inzwischen weltweit diesen Rosenkranz beten? Oder sind Sie noch auf dem Weg dorthin? Also das wissen wir nicht und das werden wir, glaube ich, auch nie wissen, weil, ja, weil man natürlich einfach nicht weiß, wohin vielleicht die Aktion getragen wird, von denen wir jetzt nichts wissen. Wenn wir es an eine Person weiter